Im Hoyerswerda Schloss ist am Montagvormittag der langjährige Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Steffen Gregers offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Der 60-Jährige geht auf eigenen Wunsch und will sich künftig seinen privaten Interessen wie Lesen und Wandern, aber auch mehr der Familie und seinen Enkeln widmen. Vom Aufsichtsrat Oberbürgermeister Stefan Skora und Stadtwerkechef Volker Brandt gab es lobende Worte. Maßgeblich habe er zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Seit 27 Jahren war Steffen Gregers in der kommunalen Versorgungswirtschaft der Stadt beschäftigt, davon 12 Jahre als Geschäftsführer der VBH. Der Staffelstab wurde nun an Wolf Thomas Hendrich übergeben. Gut 20 Jahre war der dreifache Vater bereits in der Wasser-, Ver- und Abwasserentsorgung in Sachsen und Südbrandenburg tätig. Als wichtigste Aufgabe für die Zukunft sieht Hendrich, dem demografischen Wandel und Fachkräftemangel entgegenzuwirken und den Kohleausstieg zu meistern.